Dr. Gerner. Ja, Ludwig Lenz. Ich wollte nur fragen, ob Ihr Gatte auch morgen zu unserem Schachturnier kommt. Er ist mir noch eine Revanche schuldig und diesmal werde ich ihn erledigen. Oh, verstorben. Ja, dann herzliches Beileid noch nachträglich. Wiederhören. Alter Drückeberger. Horch, was kommt von draußen rein? Das kann doch nur mein Rollmops sein. Danke, Sofa, danke. Und nun die B-Note. 0,3, 0,5, 0,1. Danke, Vater, danke. Das ist Kukos neueste Fitnessidee. Rollerskates. Schicke, moderne Mordinstrumente. Kann mich unten vor der Tür gerade noch an dem alten Gestell festhalten. Am Fahrradständer? Nein, an Frau Hamacher. Apropos alte Gestelle, wann kommen denn eigentlich deine Schachbrüder? Das Jahresturnier unseres Vereins findet pünktlich morgen früh bei uns statt. Das wird ein Spaß. Ja, 7 grimmige Greise hocken stundenlang stumm um ein Schachbrett herum. 6, Dr. Gerner ist von uns gegangen. Wohin? In die ewigen Schachgründe? Du weißt, ich habe sehr viel Geduld mit dir. Nicht umsonst nennen wir uns Patientia Nippes. Passender fände ich ja Inkontinentia Nippes. Wie heißt noch deine neue Lieblingszeitschrift? Hm? Fett vor Fun? Vater, diesmal gibt's für dein Schachturnier kein Geld aus der Haushaltskasse. Nicht wie beim letzten Mal 100 Mark für Roastbeef. Wenn ihr rohes, rotes Fleisch sehen wollt, dann müsst ihr euch schon ausziehen. Das muss ich mir nicht von einem Rollbraten sagen lassen. Ihr spielt das Spiel doch nur noch, weil das die letzten Damen sind, bei denen ihr noch zum Zug kommt. Guten Morgen, Ludwig. Guten Morgen, liebe Coco. Ich kann Sie nicht verstehen. Ich höre Musik. Lukas wartet im Wohnzimmer auf dich. Was? Was? Wer viel onaniert, hört schlecht. Ist das ein Fitness-Tipp? Ich fühle mich wie neu geboren. Ich auch. Wie nach 17 Stunden Wehen. Diesmal ist mein Diätplan perfekt. Jeden Tag eine Stunde bladen mit einem lieben Freund. Gevatter Tod. Und der zweite todsichere Diät-Tipp von meiner Assistentin Greta ist nämlich auch ganz toll. Amputation? Erst nur ein kleines bisschen illegal. Am Morgen ein Joint und der Tag ist dein Freund. Am Mittag ein zweiter und die Freundschaft geht weiter. Am Abend ein dritter und du gehst hinter Gitter. Coco! Du bringst Drogen in meine Wohnung? Ich habe eine minderjährige Tochter und einen minderbemittelten, aber misstrauischen Vater. Bist du wahnsinnig? Wer breit ist, wird nicht breiter, hat Greta gesagt. Einer am Tag genügt. Ja. Drogen machen nicht dünn. Schau dir Konstantin Becker an. Das kannst du doch nicht hier machen. Eigenbedarf ist jetzt legal. Es ist nicht mehr illegal, das Zeug mit sich rumzutragen. Das heißt aber immer noch nicht, dass es legal ist, es zu rauchen. Nimm es doch einfach als 70s Revival. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Stimmungsmusik. Ah, Roger Whittaker, das ist wahre Drogenmusik. Ja, aber nur, wenn man auf einem Horrortrip ist. Ah, da ist er, der Kiffer-Klassiker. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ach, Coco. Lukas, ich hab ein Déjà-vu. Wir sind wieder im Partykeller meiner Eltern. Coco, du weißt doch, das wird bei mir nicht. Das hat damals nicht geklappt und das wird es heute auch nicht. Das ist, weil du nie inhaliert hast. Ich habe es sehr wohl inhaliert, aber bei mir funktioniert das nicht. Du wirst albern, du kicherst, du wirst sehr anspiegsam. Lukas, Baby, so ein Quatsch. Also gut, nur einmal, aber nur damit du siehst, dass es nichts bringt. Hm.
Siehst du nix? Ja. Ist gar nicht mehr wieder rausgekommen. Ich kann noch dreimal. Viermal. Und nichts. Jetzt mach ich mal lieber die Musik wieder aus, bevor ich wieder Pickel kriege und mich in Susi Quattro verknalle. Pink Floyd. Was heißt denn eigentlich Floyd? Keine Ahnung, vielleicht Flöte? Rosa Flöte, so kann doch keine Gruppe heißen. Warum nicht? Rosa Flöte, beige Bratsche? Beige Bratsche. Warum nicht gleich türkise Tuba? Lukas, du bist dran. So Quatsch, das wirkt bei mir nicht. Und nun kommt die Gruppe Safrangelbes Saxophon. Lukas, ein safrangelbes Saxophon ist nicht komisch. Doch. Ganz bestimmt nicht. Hör mir zu. Mauffarbene Maultrommel. Nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. Aber wahnsinnig komisch. Hier ist ja schwer was los. Lisa, liebes. Mein Augenstern. Mein Töchterchen! Meine ockerfarbene Oboe! Was machst denn du so früh hier? Erdkunde ist ausgefallen. Wonach riecht es denn hier? Es riecht nach... Moschus! Moschus, ich hab ein neues Aftershave. Cool Daughter! Das wird sein. Und ihr seid gut drauf? Wir sind sehr gut drauf. Wir sind auf... Geht den Weg nach draußen. Coco möchte nämlich nach Hause rollen. Stimmt. Rollen wie eine rostrote Rumba-Kugel. Ah! Rostrote Rumba-Kugel. Sehr interessant. Ja, nicht? Wusstest du, dass es Instrumente in den unterschiedlichsten Farben gibt? Ach, wirklich? Was nur wenige wissen. Die Menschheit ist über die verschiedenen Farbigkeiten der Instrumente leider nicht voll informiert. Viele Menschen sind leider auch nicht voll informiert, dass Kiffen sowas von out ist. Wir hatten was von Kiffen gesagt. Das ist Diät. Und Instrumentenkunde. Bunte Instrumentenkunde. Prinzessin, was tust du denn da? Ich will morgen backen. Ein paar Plätzchen für Jasmin. Ihr geht's nicht so gut. Das ist aber lieb von dir. Hast du denn alles, was du brauchst? Keine Milch mehr da. Ansonsten fehlen nur noch ein paar Gewürze. Du hast sie nicht zufällig geraucht? Lisa, das wollte ich dir schon heute Mittag erklären. Du bist alt genug, um zu wissen, was du tust. Das ist doch sonst mein Text. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du dich so gut mit Drogen auskennst. Wie gut kennst du dich eigentlich mit Drogen aus? Was meinst du damit? Na ja, du erkennst Haschisch am Geruch, da musst du dich ja ziemlich gut auskennen. Also kennst du ja vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Ecstasy? Nehmen jetzt viele, oder? Kokain? Nehmen nicht mehr nur reiche Leute. Hm? Heroin? Lisa, wir haben doch immer über alles gesprochen. Weißt du, manchmal ist Hasch nur der Anfang. Papi, und dann... du hast den Joint geraucht. Jetzt lenk nicht vom Thema ab. Was weißt du und warum weißt du was? Also, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe unheimlichen Hunger. Papi, ich weiß so viel, weil wir Drogen gerade in Bio durchnehmen. Ihr lernt es in der Schule? Damit das klar ist. Ich bin gegen alle Stoffe, die das Bewusstsein verändern. Ehrlich? Naja, dann freue ich mich, dass ich so eine vernünftige Tochter habe. Ich will so bleiben, wie ich bin. Oh Gott, das erinnert mich an was. Du erinnerst mich an die Fressattacke einer schwangeren Miss Piggy. Lisa, Schatz. Übrigens, manchmal können Drogen auch helfen. In Amerika geben Ärzte Schwerkranken auf Taschisch, um ihre Leiden zu lindern. Und wer lindert meine Leiden? Am Kühlschrank hängt die Nummer von der Pizzanotdienstzentrale. Geh schon. Diese Greta mit ihren Diättipps.
Bring ich um. Na, dann schenke doch einfach die Rollerskates. Hi, Keile, da bist du ja schon. Hi, Lisa, what's up? Übrigens, geiles Brett haben Sie da, Grandpa. Gleichfalls, Onkel. Also, Enkel. Vorsicht, frustrierte, vollgefressene Frau. Oh, ich brauche nur ein paar Minuten im Liegen und vielleicht einen kleinen Eimer. Hi, Coke. Hi, Luke. Alles klar? Keile! Natürlich ist alles klar, glasklar. Wir sind beide glasklar, klar. Gereizte Stimmung? Ja. Mein Vater ist noch ein wenig durcheinander. Er hat heute zum ersten Mal Blades ausprobiert. Blades in dem Alter? Riskant, riskant. Ein bisschen wie Vögel ohne Präser. Könnte die aufgeklärte Jugend und Ludwig Kasparow bitte den Raum verlassen? Ja? Coco braucht Ruhe. Komm, wir gehen in mein Zimmer. Ich muss das Wohnzimmer aber noch für das Schachturnier herrichten. Ja, Vater, in einer halben Stunde kannst du hier Tribünen bauen. Ich schau auf die Uhr. Ja, ja. So, guck, entspann dich, aber diesmal bitte ohne Hilfsmittel. Hm? Keine Sorge. Dieses Döschen samt Inhalt wandert heute Abend in den Keller zurück zu den Plateauschuhen. Damit ist das 70er-Jahre-Revival für mich offiziell beendet. Oh, wie gerne würde ich diesen Satz von Jürgen Drews hören. Schlaf schön. So! Die 30 Minuten sind um. Das Zimmer bekommt jetzt Club-Atmosphäre. Wie findest du den Schachtisch? Schachtisch? Praktisch. Guck mal, alles passend. Da soll doch mal einer sagen, Sie sind kleinkariert. Haben Sie vielleicht so eine kleine Dose gesehen? So eine Art Süßstoffdose? Was ist denn drin? Getrockneter Tee. So eine Art Zigaretten, etwas größere, dickere Öko-Zigaretten. Ach, sowas gibt's jetzt. Ja, der Geschmack von Tofu und Abenteuer. Apropos Abenteuer, die Schachuhr fehlt noch. Ah, was sehe ich? Cornelia F. ist wieder clean. Lukas, das Haschdöschen ist weg. Was? Das ist doch in deiner Tasche, das ist bestimmt noch rausgefallen. Nein, ich habe schon alles abgesucht. Irgendjemand muss es mitgenommen haben. Ach, Vater stiehlt nicht. Er lügt, aber er stiehlt nicht. Aber irgendjemand hat es geklaut. Also gut. Hol alle ins Wohnzimmer, das kriege ich raus. Lukas, nicht schon wieder diese Hercule Poirot-Nummer, bitte. Wieso nicht? Was hat Peter Ustinov, was ich nicht habe? Gott, wo fange ich da an? Also zum Ersten... Ja, ja, schon gut. Her mit den Verdächtigen. Aber ohne mich. Ich fasse also noch einmal zusammen. Zur vermeintlichen Tatzeit befand sich Cornelia Weber alias Coco schlafend im Wohnzimmer der Familie Lenz. In ihrer Tasche das vermisste Döschen. Die Verdächtigen Lisa Lenz und Klaus Dieter. Nein, nicht Klaus Dieter, das ist voll die Folter. Klaus Dieter, auch genannt Keile, befanden sich in Lisa Lenz Zimmer, um schulischen Arbeiten, sogenannten Hausaufgaben, nachzugehen. Beweismittel A, ein Heft. Bist du bald fertig, Papi? Sie geben sich also gegenseitig ein Alibi. Der Einzige, der während der vermeintlichen Tatzeit allein und ohne Zeugen war, ist Herr Ludwig Lenz. Der behauptet, dass er sich rein nach seinen eigenen Angaben Gänsefüßchen unten in seinem Zimmer, Gänsefüßchen oben, befand. Ich protestiere gegen die Gänsefüßchen. Außerdem warst du auch zeugenlos in deinem Zimmer. Aber ich bin es nicht gewesen, was ich genau weiß, und das glaube ich mir auch. Das nächste Mal will ich aber Inspektor sein. Geil, noch mehr Verdächtige. Ich gehe schon zur Tür. Tür! Natürlich, das ist es, Tür. Ich hörte in der fraglichen Zeit eine Tür gehen. Wer könnte das gewesen sein? Sie? Sie? Oder vielleicht Sie, Herr Lenz? Jetzt wird's tricky für den Alten, ne? Allerdings, Mr. Marple.
Ich war in der Küche und wollte ein Glas Milch holen. Dabei musste ich zwangsläufig Türen öffnen oder schließen. Herr Inspektor, da möchte noch jemand seine Aussage machen. Morgen. Ah, schön, dass Sie da sind. Ich habe Frau Hamacher im Flur getroffen. Sie möchte auch gern aussagen. Danke, Vater. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich glaube trotzdem nicht nötig. Vielen Dank. Bitte. Ja. Die sah aber voll verdächtig aus. Wahrscheinlich ein verkleideter Mann. Bitte Ruhe. Ich muss nachdenken. Da fällt mir etwas auf. Wie kann man aus der Küche ein Glas Milch holen, wenn zu dieser Zeit überhaupt keine Milch im Haus war? Nach Aussage von Lisa Lenz von heute Mittag befindet sich nämlich in diesem Haus überhaupt keine Milch. Ja, also gut, ich gebe zu, ich habe keine Milch geholt. Aha, aha, aha. Ich habe aber auch nicht dieses blöde Döschen genommen. Ich habe mir lediglich aus der Familienkasse 50 Mark geliehen, um für morgen ein wenig Naschwerk zu kaufen. Geil. Nächster Verbrecher. Das hört doch auf. Opa, gib Papi das Geld wieder und fertig. Geht nicht. Alles schon in hauchzarte Täfelchen in Mint investiert. Hat der Dieb vielleicht noch irgendetwas gesehen oder gehört, was uns weiterhelfen könnte? Ich hörte eine Klospülung. Ah. Scheiße, habe ich total vergessen. Ich habe zwischendurch eine längere Sitzung. Lisa? Ja, er war mal ein paar Minuten raus. Papi, jetzt langt's wirklich. Da hast du recht, mein Kind, es langt. Hiermit erkläre ich die Beweisaufnahme für abgeschlossen. Danke. Gute Show. Zugabe du. Wir haben unseren Täter, Keile! Lisa hat ihm wahrscheinlich erzählt, dass du eine alte Kifferin bist. Das Alt nimmst du zurück. Und da hat er sich die Dose geholt. Na, guck ihn dir doch an. Lukas, du hattest doch auch mal lange Haare. Kaum zu glauben, aber wahr. Keile. Ich hatte wenigstens immer einen richtigen Vornamen. Ja, Titschi. Du hast mir geschworen, dass du den Namen nie mehr in den Mund nimmst. Kaka. Natürlich hat Keile das Zeug und wir müssen es ihm schleunigst wieder abnehmen. Stell dir vor, seine Eltern finden es bei ihm. Stell dir vor, er erzählt ihnen, woher er es hat. Von Titschi und Kaka? Das ist nicht lustig. Was ist nicht lustig? Die Sache mit meinem Vater, weißt du? Es ist wirklich schlimm, wenn dein eigener Vater dich belügt, weil er dir nicht auf der Tasche liegen will. Das ist hart. Wir sind da eher altmodisch, bei uns klaut noch der Teenie. Hier. Ja, ich wollte nur Hasta Mañana sagen. Ja, sag mal, kriegst du denn eigentlich genug Taschengeld von deinen Eltern? Hm? Wie man's nimmt. Oh. Egal, danke für die geile Show, Luke, war echt abgefahren. Hier. Ich seh dich. Ich seh dich auch. Willst du nicht gerade noch Opa dem Millionendieb Adieu sagen? Hm? Ja, genau. Ja, Coco, Tür sichern. Und? Federmäppchenbücher, Hefte. Ein Nacktbild von Pamela Anderson. Ist mein Döschen drin? Nein, er muss es in der Jacke haben. Oh. Hey Leute, eure Türe klemmt. Coco, gib die Tür frei. Überprüfung der Schlösser, reine Routine machen wir hier immer so. Schöne Jeansjacke hast du da, tolle Löcher. Geile Aufkleber, ne? Habe ich selbst entworfen. Ja, originell. Sex, Sex, ach! Und nochmal, Sex. Ja, kann man ja gar nicht oft genug haben, ne? Ja. Coco, hoppla! Oh, oh, so ein Pech! Oh, gib mir schnell her! Weißt du? Lass nur. Ich find Flecken gut. Das Leben ist ja gerne mal ein bisschen fleckig, ne? Ja. 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 Weißt du, da fällt mir gerade etwas ein. Ich hab noch was im Kleiderschrank. Das ist sowas von gefleckt. Das müsstest du mögen. Boah, hier ist immer was los. Ey. Echt geil, eure WG. Ja. Kennst du eigentlich den Film Die Reifeprüfung? Das ist da, wo so eine ältere Frau mit so einem jungen Mann... Oder Harold und Maud. Das ist da, wo so eine richtig alte Frau... Wirklich, mit so einem sehr jungen Mann... Da bin ich wieder! Und keine Sekunde zu früh. Ja, ja, ja. Und was sagst du? Wow, sie nannten ihn Pferd. Ja. Nein, Titschi. Ah, die hatte ich ganz verdrängt. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, ja, Kaka. So, die muss Keile anprobieren. Oh, geiles Teil. Ja. Voll Fell, ey. So echt Flower Power technisch. Mann, was willst du dafür haben? Nichts. Mit anderen Worten, nichts.
Ich meine, ich bin froh, wenn du sie nimmst. Nicht? Mach ich gern. Hier. Mach, Leute, war ich nett mit euch. Ja, mit dir auch. Tausend Dank für die Kutte, ich sehe euch. Ja. Ach, und vergiss nicht, junge Lover sind in. Ja, ich werde dran denken, wenn ich eine sehe, die mir gefällt. Macht nix, wir sind doch alle multisexuell. Nein, oh Gott! Schon 11, Prinzessin, bist du schon auf? Ja, warum war ich denn nicht früher wach? Schach! Verdammt, verdammt, verdammt! Oh. Ah, das sind ja schon alle. Patientia nippes, lebe hoch! Die Todgeweihten grüßen mich. Bitte, Lukas. Ja, morgen, morgen, morgen. Oh, das sieht aber gar nicht gut für Sie aus mit der Dame und dem Pferd da. Was? Während Sie hier spielen, bringen Ihre Kinder ihre Sachen ins Heim. Lukas! Schönen Tag noch! Was hat er gesagt? Hier riecht's aber gut. Kekse, Kekse, Kekse. Barbenprinzessin, hast du diese Mumien da draußen gesehen? Gegen die ist Johannes Hees, das ist eine Boygroup. Guten Morgen, Papi. Nuku hat eben angerufen. Sie kommt gleich vorbei. Du wüsstest schon, warum. Ja, Lisa, wegen des Döschens gestern. Also, ich muss dir da was gestehen. Ja? Ja, weswegen wir so einen Wirbel gemacht haben. Es ging weniger um das Döschen. Es war mehr... Wir bräuchten eine Kanne Kaffee, eine Kanne Tee und ein paar Schnittchen. Es ging mehr um den Inhalt des Döschens. Weil da war... Also, da drin war... Da drin war das Haschisch. Genau. Du hast dir das schon gedacht, nicht? Weil das Problem ist, Coco und ich denken, also, wir haben da einen Verdacht, nicht? Also, wir vermuten sogar, wer es genommen haben könnte. Keine. Ja. Papi, ich muss dir auch was gestehen. Ich habe das Döschen genommen. Du? Wilhelm und Hans-Peter nehmen ihn mit Milch und Zucker, Paul nur Milch, Eugen schwarz und Gisbert schwarz mit Süßstoff. Aber du hast mir doch gesagt, dass dich das Zeug nicht interessiert. Ich kann dir das erklären. Moment! Jetzt brauche ich erstmal einen Keks. Süßigkeiten helfen mir beim Denken. Nicht. Jetzt sei nicht wie Vater, ich brauche was Süßes. Aber da ist das Zeug doch drin. Wo? Das sind Haschplätzchen, Papi. Haschplätzchen? Du hast in unserer Küche Haschplätzchen gebacken? Die Schnittchen bitte mit Halbfettmargarine und... Jetzt nicht, Vater! Das musst du mir erklären. Ich hab dir doch erzählt, dass die Plätzchen für Jasmin sind. Ja, weil sie nicht gut geht. Ja, weil ihr Hund ist seit 3 Wochen schwer krank und leidet ganz fürchterlich. Ja. Und gestern habe ich dir doch erzählt, dass Ärzte Schwerkranken oft Haschisch geben, um ihre Leiden zu lindern. Und dann dachte ich, das Zeug könnte auch die Leiden von Tieren lindern. Und da hab ich eben diese Plätzchen gebacken, weil Hunde doch nicht rauchen können. Ja, warum hast du mir das denn nicht erzählt? Das war doch alles super geheim. Das habe ich Jasmin gestern versprochen. Oh, Prinzessin, also, du hast ein Herz wie Ute Ohrhofen und Lassie zusammen. Aber ich sehe viel besser aus. Ja. So, jetzt reicht's. Nie kriege ich in meiner Familie Unterstützung für meine Interessen. Ja. Erst kein Geld, dann kein Kaffee, keine Schnittchen. Ich nehme mir jetzt diese Kekse. Nein, Papa. Und niemand wird mich daran hindern. Vater, das solltest du nicht tun. Willst du deinem Vater etwa die Kekse verbieten? Gott bewahre, nein, aber diese Kekse... Nehme ich jetzt, weil Kinder ihren Vätern nicht widersprechen sollen. Natürlich nicht, aber in diesen Keksen... Sehe ich den Anlass, zwischen uns etwas klarzustellen. Ich weiß, was ich will... Und ich tue, was ich will. Aber nicht mehr lange. Schachmatt. Schachmatt durch die Dame im Spiel. Schachmatt, als sie mir so gefiel. Schachmatt und sie spielte so klug. Schachmatt!
fragte mich Zug um Zug. Du kannst doch mit dem Bauern die vier Felder vorziehen, Eugen. Weißt du was, Lenz? Just watch me. Hey, Lenz, noch ein Lied, noch ein noch Lied. Ein Lied, noch ein Lied. Der nächste Song ist für meinen lieben Schachfreund Eugen, der mich seit 12 Jahren jedes Jahr schlägt, die Sau. Bravo! So, Jungs, Schluss mit dem Spiel. Lasst uns los zu dem wahren Grund jedes Vereinstreffens. Weiber aufreißen! Ja, 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 ja. Mir nach! Okay, zum nächsten Taxistand! Weiber aufreißen! Weiber aufreißen! Das war das schönste Schachturnier meines Lebens. Oh, der Rest ist aber wirklich nur für den Hund. Versprochen. Und meine Dose bleibt auch zu. Ja, das will ich hoffen. Wo ist denn eigentlich Vater? Ist der... Ja. Wilhelm und Hans-Peter nehmen ihn mit Milch und Zucker, Paul nur Milch, Egon, was? Wilhelm und Hans-Peter. Wilhelm und Hans-Peter nehmen ihn mit Milch und Zucker, Paul nur Milch, Eugen. Wilhelm und Hans-Peter nehmen ihn mit Milch und Zucker. Oh, schade.